Willkommen bei der DFS in Karlsruhe. Vom Boden aus gewährleisten die Mitarbeiter hier jeden Tag die Sicherheit mehrerer tausend Flugzeuge und hunderttausender Menschen über den Wolken Deutschlands. Eine Aufgabe mit viel Verantwortung. Schauen wir uns das Ganze doch einmal näher an. Das hier ist das Herz der Niederlassung, der Kontrollraum. Hier sitzen in vier Teams aufgeteilt die Fluglotsen, die den Luftraum überwachen, der sich vom südlichsten Gebiet in Norditalien über den Süden, die Mitte und den Osten Deutschlands bis nach Südschweden zieht. Dazu gehört auch der Luftraum über dem Rhein-Main-Gebiet, einer der verkehrsreichsten Lufträume weltweit. Die Flugdatenbearbeiter direkt vor uns ergänzen das Team. Begeben wir uns jetzt mal in die Mitte des Raums. Jetzt sind wir im Kern der Kontrollzentrale. Hier sitzen die Supervisor. Dank ihnen läuft hier alles rund. Jeder Supervisor war früher selbst einmal Lotse und weiß, wie das Geschäft funktioniert. Sie behalten alles im Blick und so können sich alle Teams voll und ganz auf ihre Arbeit fokussieren. Und das ist auch notwendig, denn die Arbeit der Fluglotsen erfordert jede Menge Konzentration. Die Lotsen arbeiten in Zweierteams, je ein Radarlotse und ein Koordinationslotse pro Sektor, die sich gemeinsam um die Sicherheit des Radars, den Funkaustausch mit den Piloten und den benachbarten Sektoren kümmert. Auf den Bildschirmen sehen Sie die Flugbewegungen der einzelnen Maschinen, die vertikalen und horizontalen Abstände zueinander und viele weitere Daten, die Sie einbeziehen müssen. Knapp 500 Fluglotsen arbeiten hier in einem ausgeklügelten Rotationssystem rund um die Uhr. Lotsen und Supervisor dürfen maximal 2 Stunden am Stück arbeiten. Dann machen sie mindestens eine halbe Stunde Pause. Wie genau sie diese verbringen, da sind der Kreativität keine Grenzen gesetzt. Ein Beispiel, wie man seine Pause aktiv verbringen kann? In unserem hauseigenen Fitnessstudio mit Blick ins Grüne. Dabei kann man sich durchaus auch ambitionierte Ziele setzen. Viele Lotsinnen und Lotsen trainieren bis in den semi-professionellen Bereich und feiern so neben ihren beruflichen auch große sportliche Erfolge. Bei der DFS ziehen alle an einem Strang. Neben den Fluglotsen und Supervisor sind das auch Techniker, Ingenieure und Mitarbeiter des Managements. Klingt spannend? Dann starte bei uns durch, als Fluglotsen-Azubi, dualer Student oder Direkteinsteiger.